Wie läuft eigentlich die rot-pinke Koalition in Wien seitens der Opposition? In Wien gibt es ja heftige Kritik, aber es gibt auch jetzt Dissonanzen über gewisse Gebühren. Beim Thema Bildung ist man sich vielleicht einig, aber wie es jetzt wirklich ausschaut, möchte ich den NEOS-Chef in Wien und den Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr fragen. Schönen guten Abend. Schönen guten Tag. Herr Wiederkehr, es ist ja jetzt eine Debatte generell, die Teuerung betrifft natürlich alle und da wirft Ihnen speziell die ÖVP, aber auch die FPÖ vor, also nicht Ihnen als Person, sondern der rot-pinken Stadtregierung, dass da irrsinnig viel scheinheilig sei, wenn man kritisiere den Bund, aber selbst tue man permanent Gebühren erhöhen. Und jetzt hat zuletzt der Wiens Finanzstadtrat Hanke gesagt, nein, nein, er braucht auf jeden Fall auch die ORF-Landesabgabe, die wurde in ein paar anderen Bundesländern abgeschafft, damit die neue verpflichtende Haushaltsabgabe nicht so hoch wird. Wie sehen Sie das? Ich sehe, dass alle in der Politik auf unterschiedlichen Ebenen zurzeit einen kleinen Auftrag haben, nämlich zu schauen, dass die Inflation sinkt, weil die Teuerung massiv ist, und auch, dass die Bevölkerung entlastet wird. Und da gibt es natürlich große Hebel auf Bundesebene, die zu setzen sind. In Österreich haben wir sehr hohe Inflation im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Aber selbstverständlich haben auch die Kommunen hier eine Aufgabe. Und die sehen wir. Und die sehe ich, dass hier Wien auch einen Beitrag leisten soll, indem die GIS-Landesabgabe abgeschafft wird. Das ist aus meiner Sicht auch ein Körbelgeld für die Länder, das in der Vergangenheit mal eingeführt worden ist. Immerhin fast 5 Euro pro Monat, die das in Zukunft ausmachen könnte. Ich finde, die gehört abgeschafft, weil dadurch alle Wiener Haushalte entlastet werden. Es gibt hier noch unterschiedliche Auffassungen mit dem Koalitionspartner. Wir sind aktuell gerade in Verhandlungen um das Budget für die nächsten 2 Jahre. Mir ist wichtig, mehr Geld für die Zukunft, für Zukunftsinvestitionen und eine Entlastung der Wiener Bevölkerung. Zu Ihrem Bereich, dem Bildungsbereich, kommen wir dann eh noch. Aber grundsätzlich, jetzt haben Sie es gesagt, da wollen Sie einen Stopp. Aber es wird ja der, vor allem den Roten, aber Sie sind nun mal in einer Koalition mit der SPÖ in Wien, vorgeworfen, auch zum Beispiel bei den Mieten nicht selbst was gemacht zu haben. Hätte die Stadt Wien da zum Beispiel bei den Mieten eingreifen sollen im gemeinnützigen Wohnbau? Das sehe ich, dass das nur bundesweit sinnvoll ist, solche Maßnahmen zu setzen. Und wenn dann für alle Wohnbereiche hier lediglich einen kleinen Bereich herauszugreifen, zum Beispiel den Gemeindebau, wäre unfair anderen Bevölkerungsgruppen gegenüber. In Wien sind wir einen anderen Weg gegangen. Wir haben sehr treffsichere Maßnahmen gesetzt, um die Bevölkerung zu entlasten. Das heißt, eine Wohnunterstützung haben alle Haushalte bekommen, die unter einem Haushaltseinkommen ab einem gewissen Prozentsatz gewesen sind, haben eine direkte Unterstützung bekommen. Das waren deutlich über die Hälfte der Wiener Haushalte, die hier eine finanzielle Unterstützung bekommen haben. Und wir haben darüber hinaus die Wohnbeihilfe neu aufgestellt, sodass armutsgefährdete Familien unterstützt werden fürs Wohnen. Ziel ist nämlich, dass sich jeder das Leben leisten kann und vor allem die Wohnung leisten kann. Für manche war es extrem schwierig, am Ende des Monats überhaupt noch über die Runden zu kommen. Mhm. Und hier haben wir Maßnahmen gesetzt, um auch die Logierungen, heißt, dass man nicht mehr in der eigenen Wohnung leben darf, zu verhindern, indem beispielsweise auch Energiekosten übernommen worden sind und auch noch laufend übernommen werden. Das war aus meiner Sicht der bessere Ansatz, nämlich treffsicher und nicht mit der Gießkanne oder nur einzelne Segmente zu bevorzugen. Weil Sie jetzt die Energiekosten angesprochen haben, da gibt es halt auch permanent Debatten rund um die Wien-Energie. Das ist jetzt nicht Ihr Ressort, aber trotzdem, weil es natürlich in landeseigener Hand ist und da permanent sich Menschen melden, die sagen, es ist ein Wahnsinn, was sie für Nachzahlungen oder Vorschreibungen kriegen. Und tatsächlich sind die Preise weit höher als das, was per Gutscheinen an Haushalten ergangen ist, egal ob vom Bund oder von der Stadt Wien. Die Aufgabe von der Politik ist jetzt nicht die Preisgestaltung am Markt, zum Glück, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen. Und auch
Fördertöpfe zu schaffen für Menschen, die es sich sonst nicht leisten können. Hier gibt es unterschiedliche treffsichere Fördertöpfe zur Übernahme von Energiekosten oder auch von Wohnungskosten. Und was mir wichtig ist, ist, dass die Preisgestaltung transparent ist, erstens. Und zweitens, dass sinkende Weltmarktpreise auch weitergegeben werden. Auf das schauen wir besonders, aber wir schauen nicht, wie genau die Preisgestaltung im Cent-Bereich aussieht. Das ist die Verantwortung von den Energiedienstleistern wie Wien Energie, hier einen guten Preis auch zu ermöglichen. Ich habe jetzt gesehen, dass er etwas gesunken ist, hoffe aber natürlich, dass es auch weiter sinken wird, wenn die Weltmarktpreise auch weiter auf diesem Niveau bleiben. Mhm. Gut, alle Energiekonzerne, egal ob in Wien oder in den Bundesländern, haben die gesunkenen Preise noch nicht wirklich weitergegeben, aber das wird vielleicht auch ein bundespolitisches Thema werden. Kommen wir zu Ihrem Bereich, nämlich der Bildung. Was da natürlich auch auffällt ist, das ist natürlich ein bundesweites Phänomen, genauso wie im Gesundheitsbereich, auch im Bildungsbereich ein starker Personalmangel. Wie gibt es das, dass das offenbar überraschend kommt, dass die Babyboomer-Generation in Pension gehen wird? Frage ich mich auch. Es ist extrem kritisch, wenn Lehrpersonen in der Klasse fehlen, weil da geht es um die Bildungschancen der Jüngsten in unserer Stadt und die sind besonders wichtig für die Zukunft. Ich kann mich erinnern, als vor circa 20 Jahren eine Unterrichtsministerin Gera Briefe ausgeschickt hat mit "Werdet ja nicht Lehrer, Lehrerin, da bekommt es keinen Job." Die Situation, in der wir jetzt sind, ist schon zum Teil hausgemacht von dem Bundesministerium für Bildung, weil nicht früh genug die Ausbildungsplätze erhöht worden sind. Jetzt sind wir in der Situation, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Da bin ich froh, dass es jetzt kreative Ansätze gibt, um den auch zu beheben. Wir haben beispielsweise dieses Jahr in Wien 150 Quereinsteigerinnen für die Schule gewinnen können. Das sind zum Beispiel Personen, die im Bereich der Bank gearbeitet haben, die dann Mathematik unterrichten oder die in einem biotechnologischen Unternehmen gearbeitet haben, die jetzt Biologie unterrichten. Großartig, so haben wir 150 Personen gewonnen, aber der Fachkräftemangel wird uns langfristig beschäftigen und ist vor allem in der Volksschule besonders sensibel, denn in der Volksschule geht es um ganz viel. Da kann man noch ganz viel prägen, mit den Kindern arbeiten, Bildungschancen ermöglichen, Beziehungsaufbau machen. Mhm. Und dort fehlen uns leider auch noch Lehrkräfte, weil es hier auch keinen Quereinstieg gibt. Das heißt, meine Forderung ist, dass auch im Bereich der Volksschule ein Quereinstieg von Personen, die dann auch begleitend pädagogisch unterrichtet werden, ermöglicht wird. Da gibt es aber durchaus auch Kritik an diesem Quereinsteigermodell, nicht nur hier, sondern dass da auch Soldaten zugezogen werden, auch andere Gruppen. Wie qualifiziert sind die denn dann wirklich, um ohne jemanden diskriminieren zu wollen, aber trotzdem, um wirklich zu unterrichten? Wir haben in Wien seit einigen Jahren gute Erfahrungen mit dem Quereinstieg gemacht. Da gibt es ein Programm, das heißt Teach for Austria. Mhm. Da gibt es junge Akademikerinnen und Akademiker, die andere Studien gemacht haben und dann mit einer begleitenden Ausbildung in die Schule kommen. Als wir das eingeführt haben, war der Aufschrei groß, hat es geheißen, das wird sicher nicht funktionieren. Jetzt ist der Aufschrei groß, wenn keine Personen von Teach for Austria an die Schule kommen. Es ist mittlerweile sehr, sehr gut anerkannt und bewährt, dieses Programm. Und ich finde, es ist auch sinnvoll, weil es für die Schule gut ist, wenn Personen, die in anderen Berufsfeldern gearbeitet haben, auch an die Schule kommen, um zu unterrichten. Weil die Schule ist ein Abbild der gesamten Gesellschaft. Und da soll Schule nicht in den eigenen Mauern verschlossen sein, sondern offen sein. Und da hilft der Quereinstieg sehr gut. Man muss natürlich die Personen, die quer hineinkommen, davor überprüfen, das wird natürlich gemacht, und sie begleiten in ihrer pädagogischen Arbeit. Aber wenn das erfüllt wird, halte ich es für extrem wichtig und eine große Bereicherung. Weil in der Bildungsaufgabe, vor allem in der Mittelschule, geht es vor allem um Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen und den Kindern. Und das hängt nicht nur damit zusammen, ob man 8 Semester studiert hat,
sondern ob man die Persönlichkeit hat, um auch Jugendlichen etwas beizubringen. Zum Ende schon, Sie haben es angesprochen, Zukunftsbudget auch. Jetzt wird 2025 die Wiener Gemeinderatswahl stattfinden. Was wollen Sie denn bis dahin noch auf den Weg bringen im Bildungsbereich? Wir starten ein großes Bildungsfeuerwerk, nämlich der Bildungsinnovation. Das ist nämlich auch dringend notwendig, denn die Welt verändert sich so schnell über Digitalisierung, Automatisierung, sodass die Schulen sich auch schneller verändern müssen. Wir schaffen da Innovation in die Schulen. Das beginnt bei Infrastruktur wie WLAN und Laptops, geht über innovative Ansätze, dass man beispielsweise Personen, die außerhalb der Schule Expertise haben, an die Schule kommen, um dort mit den Kindern zu arbeiten. Aktuell starkes Thema sind psychische Erkrankungen, Depressionen, Kinder, die zum Teil auch selbstmordgefährdet sind. Hier holen wir Unterstützungspersonal von außen an die Schulen hinein. Und am 6. Oktober steht das erste Wiener Bildungsfestival an, wo wir Bildung feiern und Schulen miteinander vernetzen, mit externen Experten, mit internationalen Experten, um die Schulen gemeinsam innovativer zu machen. Bin ich aber sehr froh, dass wir in Wien auch schon sehr innovative Schulen haben, weil den Staatspreis für Innovation in der Schule hat letztens eine Wiener Schule gewonnen, die modulare Mittelschule in Aspern. Und das finde ich sehr schön, wenn es schon solche Vorzeigeschulen gibt. Mein Ziel ist, dass alle Schulen innovativ arbeiten, denn alle Kinder sollen eine gute Bildungsmöglichkeit bekommen und sollen vor allem gerne zur Schule gehen. Weil wenn man nicht gerne zur Schule geht, ist das Lernen auch schwierig. Und das ist das oberste Ziel, Schulen so weiterzuentwickeln, dass Kinder und Lehrer gerne hingehen und etwas fürs Leben mitnehmen. Da habe ich dann noch eine letzte Frage, weil zuletzt gab es Debatten über Schuluniformen. Sollen die an die Schulen zurückkehren? Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp ist für eine einheitliche Schulordnung an Wiener Schulen, also für Schuluniformen. Fänden Sie das richtig? Halte ich für eine eher lächerlichere Debatte. Mir geht es darum, was die Schüler lernen, was sie mitbekommen, wie es ihnen geht in der Schule und nicht, was sie anziehen. Ich bin hier nicht die Gewandpolizei, sondern sehe mich darin, dass ich die Talente der Jugendlichen und der Kinder fördern möchte und das unabhängig vom Gewand. Mein Fokus ist, Schulen moderner zu gestalten, damit die Kinder für unsere moderne Welt auch fit sind, denn die Welt hat sich massiv verändert. Das stimmt, seit es Schuluniformen gegeben hat. Danke, Christoph Wiederkehr. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.